Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute geht es um den Vollmond im Februar. Der heißt ja auch Sturmmond oder Schneemond. Sehr zutreffend für die aktuelle Zeit im Moment. Und was das alles für uns bedeutet, was wir mit diesen Energien machen können, das erfahrt ihr gleich. Also der Vollmond. Es ist eine Zeit für uns, wo wir nochmal in die Tiefe gehen können, zwischen Empathie und Verstand, dieses Hin und Her, den Herzensweg zu finden, wo möchte ich wirklich hingehen und dies dann zu verwirklichen. Das hat ja mit dem Neumond begonnen, wo man sich tatsächlich nochmal überlegt hat, welche Ziele habe ich. Das war diese Freiheit, die da auf uns eingeströmt ist. Und diese Kraft können wir jetzt nutzen, um tatsächlich etwas Neues zu beginnen, um das zu verwirklichen. Und dazu bringt uns der Vollmond mit seiner Kraft ganz viel Klarheit. Der Sturmmond, wie man auch sagt, der hat ja Sturm, bringt ganz viel Wind und dieser Wind, der steht ja für die Luft und die Luft steht für klare Gedanken. Das heißt also, wir können uns in dieser Zeit tatsächlich klar werden über uns selbst, klar werden, was jetzt für uns wichtig ist, wie wir unsere Ziele angehen wollen. Dazu gehört natürlich eine Reinigung von unbewussten, unterbewussten Ängsten, die uns immer wieder noch zurückhalten und uns nicht vorwärts kommen lassen. Alles das bringt uns der Sturm, die Bewegung in diese kräftige Bewegung vom Außen, von der Mondenergie in unser Inneres. Wir brauchen uns nur dafür zu öffnen und natürlich auch ein bisschen mit dieser Mondenergie zu meditieren. Wir werden das heute am Ende des Videos natürlich machen. Ich werde euch in das sanfte Mondlicht führen und wir werden da unsere inneren Kräfte spüren und auch diese Tatkraft, die ja dann bei einem klaren Gedanken kommt, ja dann auch die Tatkraft, das werden wir alles zusammen aktivieren und mit Hilfe der Mondenergie in uns integrieren. Also ganz, ganz wichtig. Die Empathie ist auch ein ganz wichtiger Punkt, welche über die Empathie uns dazu bringt zu fühlen, was unsere Seele möchte. Also so ein bisschen weg vom Verstand gehen, bisschen mehr hinein in das Herz. Und einfach, ja, darauf zu hören. Also auch Empathie für uns selbst, nicht nur für die Mitmenschen. Oft verwechselt man das ja oder oft sieht man Empathie ja nur in Anführungsstrichen, zu den Menschen, um die Menschen besser zu verstehen und zu fühlen. Aber jetzt gilt es auch mal nach innen zu gehen und die eigene Empathie zu fühlen und zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Schritt auf deiner Entwicklung, auf deiner Seelenentwicklung, auf deinem Lebensweg. Denn je mehr du für dich selbst in die Empathie kommst, umso mehr wirst du dich von deiner Seele führen lassen. Denn die Seele sendet uns ja Impulse und die sind jetzt gerade zu dem Vollmond intensiv und auf diese sollten wir hören. Denn je mehr, wie gesagt, wir unsere eigenen Impulse wahrnehmen, umso mehr sind wir auf diesem Seelenweg, der ja vorgezeichnet ist und der stets in der göttlichen Ordnung ist, dieser Seelenweg. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und die ganzen Umwege, die wir vielleicht schon jahrelang gemacht haben, die sollten jetzt endlich aufhören, denn über die Klarheit von dieser wundervollen Mondenergie haben wir da eine Stärke in uns oder können die Stärke in uns eher spüren und auch ausdehnen.
Es geht jetzt wirklich darum, in uns selbst unsere Stärke zu erkennen und dann den Weg auch zu gehen. Die Mondenergie unterstützt sehr gut bei dieser ganzen Geschichte und führt uns dann im Februar in etwas ganz Neues. Und das möchten wir oder sollten wir nutzen, denn der Mond beeinflusst uns ja, unsere Erde ja sowieso. Und viel besser ist es, dieses unbewusste Beeinflussen aktiv anzunehmen und dann daraus etwas zu machen, was für uns genau das Richtige ist. Also unsere Ziele in die Wirklichkeit führen mit klaren Gedanken und mit Tatkraft. Das ist die Energie, welche auf uns einströmt und uns führen wird. Und ich freue mich schon sehr auch auf das Ritual, was wir machen werden. Ich habe mich für euch auch extra schon ein bisschen hergerichtet, sodass ihr auch das Gefühl bekommt, dass es eine wichtige Sache ist, dass ihr damit einbezogen seid, allein durch die Optik in diese Wichtigkeit des Mondrituals. Und ich fühle es jetzt schon total. Die Engel werden uns natürlich auch begleiten und ich werde auch eure Seelenengel dazu einladen, uns in dieser Mondmeditation neu auszurichten und diese Klarheit in uns zu verankern. Der andere Ausdruck Schneemond, der passt ja tatsächlich sehr gut. Wir hatten schon ewig lange Jahre nicht so viel Schnee wie im Moment. Und das bringt auch, wenn ich so in die Straßen schaue, wie die Menschen sich bewegen im Schnee, alles geht langsamer. Und die Kinder haben eine Freude mit dem Schlittenfahren, also so viele Menschen auf dem draußen in der Natur oder auch in der Stadt sind sie mit dem Schlitten unterwegs, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das bringt Freude und ganz viel Aktivität. Und diese Energie wird vom Mond unterstützt. Also das passt wundervoll zusammen. Denn wenn zum Beispiel jetzt auch noch auf der Erde der Schnee ist und wir so viel Freude daran haben, dann ist die Mondenergie genau richtig, um das noch mehr auszudehnen. Wenn jetzt der Schnee fehlen würde, würde das an Tiefe verlieren. Aber diese Tiefe, die ist jetzt da und so wie im Innen und Außen, so wie im Kleinen und Großen, im Kleinen auf der Erde und im Großen von der Mondenergie mit dem Schneemond bezeichnet, bringt also diese Energie ganz viel Freude auf die Erde und wir dürfen sie leben, indem wir uns am Schnee erfreuen. Es reicht auch einfach nur wenn du jetzt nicht so aktiv bist, einen Blick zu werfen auf die Natur, wie schön die aussieht, wenn der Schnee liegt, wie herrlich der Schnee glitzert, wenn die Sonne darauf scheint. Und wenn der Schnee so glitzert, dann erkennst du die Schneewesen. Denn die Schneewesen, das sind so kleiner als Zwerge, also glitzernde Wesen, die jetzt sehr aktiv sind und unsere Freude unterstützen. Und vielleicht magst du dich ja dem öffnen und dann dadurch einen anderen Bezug zu dem schönen Winter bekommen, den wir jetzt gerade haben. Also ich sehe vor meinem inneren Auge diese glitzernden Punkte, diese Schneewesen so sehr vor meinem inneren Auge. Und es ist eine ganz große Freude, daran teilzunehmen und wir können uns einladen lassen von diesen Wesen, die Schönheit des Winters zu genießen. Ich hoffe, ihr habt es alle warm und es geht euch gut, denn die Kälte ist natürlich auch nicht so einfach durchzustehen. Allerdings ist es für die Natur schon auch ganz gut, wenn mal richtig Winter ist, obwohl das ja jetzt auch alles mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Aber dennoch sollten wir dies alles mit Freude und Dankbarkeit annehmen, denn die Dankbarkeit letztendlich ist auch das, was uns die Vollmondenergie bringt, den Bezug zur Dankbarkeit. Und wenn du jetzt diese ganzen Schritte gemacht hast, also die Klarheit, die Freude und dann die Dankbarkeit, diese drei Schritte,
Die bringen dich so in deine Mitte, die bringen sich so in die Beziehung zwischen Himmel und Erde, einen festen Punkt, einen Anker in dir zu finden. Und das ist genau das, was dich stärkt und was dich dann in deiner Lebensbestimmung vorwärts bringt. Ja, so, jetzt habe ich genug geredet, bekomme ich gerade die Durchsage. Wir fangen dann auch gleich an mit unserer Mondenergie-Meditation. Und ich bin echt gespannt, wie diese Meditation sein wird. Ich weiß es ja vorher nie. Ich verbinde mich einfach mit meinem Kanal. Und dann kommen die Wesen, die lichten Wesen, und sie werden uns in die Energie begleiten, uns führen. Und ich bin ganz sicher, es kommt für jeden von euch genau das an Energie, was jetzt wichtig ist. Und so gebe ich mich jetzt einfach vertrauensvoll in die Energien der geistigen Welt, in die Mondenergie. Und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt gleich. Dann sprühe ich mich nochmal ein, erstmal mit Reinigung. Reinigung oder violette Flamme, das ist gleich. Und dann mit der Smarana-Energie einfach, um die Nähe Gottes noch intensiver zu fühlen. Denn die Nähe Gottes, die ist für mich das Wichtigste überhaupt. Und so bitte ich um die Energie des Schutzes der geistigen Welt, für alle heute Anwesenden, jetzt in diesem Moment und auch für alle, welche in der Zukunft noch hinzukommen werden. Und ich bitte auch um die Energie des Schutzes für mich selbst, damit ich meinen Kanal direkt ausrichten kann. Direkt ausrichten auf die Mondenergie. Und so bitte ich dich jetzt, deine Augen zu schließen und dich mit einem regelmäßigen Atmen immer mehr zu entspannen, so dass du die Worte in ihrer vollen Energie wahrnehmen kannst. Stelle dir vor, du stehst am Fenster, beobachtest den Himmel. Es ist schon dunkel, die Dämmerung hat ihren Einzug gehalten und du schaust den Mond an. Du siehst diesen hellen, sanften weißen Schein des Vollmondes leuchten. Und du siehst auch die Erde, die Natur, wie sie mit der wundervollen weißen Schneedecke überzogen ist. Du fühlst dich verbunden mit allem, was ist. Und ich werde dich jetzt erden, damit du so viel wie möglich von diesen Energien aufnehmen kannst, welche uns zur Verfügung gestellt werden. So erde ich dich jetzt mit der Energie von Smarana. Und wenn es dir möglich ist, dann blicke jetzt in meine Augen, denn die Energie der Erdung fließt über meine Augen zu dir. Ich erde dich auf allen Ebenen deines Seins. Und die Kraft der Liebe strömt von dir zu Mutter Erde, wird dort mit einem Kuss begrüßt und fließt voller Liebe zurück,
sowie auch die Kraft der Liebe hinauffließt in das Zentrum von Smarana und auch dort mit einem Kuss der Liebe begrüßt wird und von dort sanft und liebevoll zu dir zurückfließt. Diese Kraft bündelt sich in deinem Herzen und beide Kräfte, die Liebe von Mutter Erde und die Liebe aus Gottes Feldern, verbinden sich gemeinsam. Und mit dieser Liebe darfst du dich nun ausdehnen und das Gefühl bekommen, dass du jetzt mit allem verbunden bist und vollkommen auf allen Ebenen geerdet bist. So werde dir nun bewusst, dass die Mondenergie zu dir strahlt. Lasse vor deinem dritten Auge den Vollmond erscheinen und spüre das sanfte Licht, wie es dich umhüllt und trägt. Spüre, wie die Energie jetzt intensiver zu dir strömt, deine Aura berührt, deinen Lichtkörper streichelt und direkt in dein Herz hineinfließt. In diesem Moment darfst du dich ausdehnen und dich vollkommen mit der Mondenergie verbinden. Die Energie wird übertragen und fließt direkt zu dir. Lade die Energien ein, hinein in dein Herz zu fließen. Und dort deine Seele zu berühren und die Kraft der Klarheit zu empfangen. Denn es ist die Klarheit, welche dich führen wird, welche dich unterstützen wird, das, was die Seele dir zuflüstert, wahrzunehmen. Diese Klarheit fließt zu dir und die Energie fließt über meine Augen zu dir. Je mehr du dich fallen lassen kannst, umso tiefer kann diese Klarheit in dir sich ausbreiten. Ich schließe nun meine Augen, um dir die Kraft, die du jetzt noch benötigst, über die Töne der Worte zu übergeben. Spüre, wie die kraftvolle Energie des Mondes dich nun berührt, wie diese Energie aus meinem Herzen jetzt zu dir strömt. Und spüre auch den Unterschied zwischen der Energie, welche aus meinen Augen zu dir floss, und der Energie, welche jetzt aus meinem Herzen zu dir fließt. Lasse dich tragen und öffne dich dieser Kraft in dem Vertrauen, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist. Und weil du so wundervoll geerdet bist, darf die Klarheit und die Kraft nun in dir einziehen und werde dir bewusst, was du als nächstes tun wirst, was jetzt wichtig für dich ist. Spüre diese Kraft, wie sie dich trägt
Und nun spüre auch, wie dadurch die Freude in dir hochsteigt, die Freude aus deinem dritten Chakra, wie sie hinauf in dein Herz steigt und Herz und Kopf verbindet und aus dieser Verbindung nun das entsteht, was dich ausmacht und was dich führen wird, was über die Mondenergie erst möglich ist. Ich gebe dir jetzt noch ein wenig Zeit, damit du diese Energien einfach wirken lassen kannst. Lasse in diesen kurzen Moment all das in dir entstehen, was jetzt für dich wichtig ist. Es wird mit der Kraft des Mondes aufgeladen. So wurden dir wundervolle Energien übertragen, deine Klarheit wurde ausgedehnt, deine Kraft im Herzen verankert und die Freude hält alles zusammen. Genieße all das, was heute geschah und nutze diese Energie dafür, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und dann komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, bewege dich selbst und sei wieder ganz da. Ja, es war wunderschön, es war wunderschön und ich habe selbst so viel schöne Visionen bekommen und auch ja ganz viel Kraft fühle ich jetzt, so eine Unternehmungslust habe ich in mir. Nutzt diese Meditation so oft ihr könnt, denn sie wird euch unterstützen und ich möchte ja auch, dass es euch gut geht und möchte euch so viel wie möglich an Energien zur Verfügung stellen, wie ich nur kann. Und schön, dass du da bist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit euch sprechen darf. Ja, und dann wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.